Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. So, ich habe ein bisschen rumexperimentiert und was rausgefunden, was vielleicht interessant sein könnte. Exporter. Den hier. Regulator Update. So. So, ich hatte gelesen hier mit dem Regulator-Upgrade. Crafting-Upgrade, so. Place the upgrade in the export attached to the furnace and set it to. Ich will mal eben gucken. Okay, gucke ich mal eben auf Google. Regulator Upgrade.
Ah, Moment. So, und jetzt brauche ich noch ein Crafter-Update. Crafter. Oh. Funktioniert das jetzt? So. 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 Dann machen wir den Rest von Blood Magic fertig. Oh Gott, so. Blood Magic. Oh Gott. Gold. So. So, Rune of Escaloration habe ich.
So. So, wie kriege ich das? Tau. So. So. Und was? Bauen wir die doch einfach mal direkt ein. Okay, Enderperlen. Nabend. Oh. Da könnten wir dann nachher da noch mal reingucken. Ja, genau. Also das könnte man denn gern noch mal machen. Moment. Oh, das habe ich noch nicht.
Und wie geht's sonst so? Alles fit? So, damit haben wir Blood Magic vollständig abgeschlossen. So. Oh, Steel Ingots. Okay. Gestern doch zu lang gemacht, oder wie? Das hatte ich aber heute Morgen auch. Also, da kann ich mich nicht von befreien. Okay, dann geht's ja sogar noch an sich. Ich habe noch übelst lange im Bett gelegen. Und ja. Also wach gelegen und gelesen und ja. War nicht der Beste.
chest. Ja, also ich habe zwischendurch dasselbe Problem, einfach nur mit der Sache, dass ich irgendwie K.O. von der Woche bin und dann hier, wie heißt das, am Wochenende muss ich so übelst Schlaf nachholen. So. Crafter. Cables. Wrench und damit sind genau okay. Point.
Okay, Iron Plates, Steel, Dash, okay. Okay, dann gehen wir einmal nach oben und gucken da mal, wie schnell das geht. Da. Okay, dann haben wir das erledigt und dann Console All. Okay, Steel Beans. Beans. Ach, beim Steel. Die haben wir hier. So, kann man eine Dash-B machen? Nö, okay. So. So, was können wir denn noch machen?
Oh mein Gott. Können wir das hier eigentlich als okay, dann können wir das anscheinend bauen. Okay. Ups. Gucken wir noch mal nach den Steel Bees. So. Okay, also machen wir jetzt einfach mal Home. Und flankieren das erstmal dahin. Pattern. Pattern, 56 Stück. Rocket Fins, Steel Engine. Iron Rod. Okay.
So, damit sollten wir alle haben. Mal gucken, ob wir eine Rocket herstellen können. Rocket. Cover und wie hieß das gleich noch? Ey. Cover, Importer. Damit haben wir schon zwei Quests fertig. Jetzt müssen wir Suit abmachen. Okay, also der. Oh. Komm, mach mal einfach das. So. Damit haben wir den Anzug. Astra. Ja, auf den will ich jetzt zufliegen. Aktuell macht er aber nichts viel. Nicht viel. So, unseren Anzug haben wir auch. So, Fuel Refinery. Jo, Blatt habe ich durch. Alle Quests erledigt. Und du?
Oh mein Gott, habe ich viel zu viele hergestellt? Nee. Hi! Badass Truck 2. Was musst du da noch mit dem ATM-Star von Blood Magic gemacht werden? Moment. Oh ja. Und was brauchen wir dann? Oh, 4 Stück. Okay, ja, das ist ein bisschen was. Woher kriegen wir denn jetzt Oxygen? Cable Duck, Cable Duck. Exporter 2. Okay. Oh, nice. Da bist echt ganz schön weit schon. So. Ich brauche von irgendwo, habe ich Oily Bees? Oily Bee. Thank you.
Bucket. Auch zwei Stück. Oh mein Gott. Base. So. No. Oh. Dark. Productive und davon noch 8, damit wir Crude Öl herkriegen.
Okay, so. Suchen wir mal Crude Oil. Crude. Home. So. Oil. Where are you? Krass. So. Biene. Was ist denn hier los? Ich glaube, irgendwas läuft hier falsch. Hier ist alles voll mit Bienen. Alle sind am Sterben. Fliegen die einfach raus aus dem Meer? Ey, hier sind überall Bienen. Krass. Warum denn? Hier ist schon wieder eine. Hier ist auch ja, die sind wohl anscheinend ein wenig suizidgefährdet. So, finden wir hier irgendwo mal Öl? Oh. Hier war das. Ist das eine Flüssigkeit? Bucket. Nö. Okay, also. Sink. Gott. So. Import. Cable. Oh, hat schon wieder eine
French, ey, das kannst du doch keinem erzählen. So. Oh. Vegetable Oil. Oh. Ad Astra. Tank. Okay. Gut, damit sollten wir so, und Oily Bees. Okay. Nice. Woher kriegt man den denn? Warte mal. Ich glaube, ich hatte da was gesehen. Da sind auch Mobs. Die sind ganz böse. Da ist auch noch ein böser Mob. Hier war doch irgendwas. Ah, Wandrag der Sneaky. Wer ist das? Andy the Funky. Okay, ich dachte, das wären die vielleicht. Refined. Eine Network Card und dann schließen wir alles zusammen. Weißt du denn, wie du den beschwören kannst?
Ad Astra. Fueling up. So. Ad Astra. Oh Gott. Das ist doch viel zu anstrengend. So, wie sieht denn... Wieso kriege ich denn kein Crude Oil? Okay. Crude Oil gibt es jetzt? Ich habe mich gerade nämlich schon gewundert. Aber dann im End wahrscheinlich, oder?
Oh. Okay. Also ich hab den Wizard noch nicht gesehen. Oder das andere Viech, sorry. So. Freunde, dann starten wir jetzt nun Richtung Mond, würde ich sagen. Und mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Irgendwie passiert aktuell gar nichts. Ist das der Server, der... Ah, okay. Wir starten. Dann würde ich jetzt mal up to the moon and far beyond. Ich liebe diese Mod. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und wie heißt das gleich noch? Eine Station könnte man dann auch noch am Ende bauen, irgendwann mal. Hi, Bobby Yabi? Hi. Was geht bei dir? Was bist du? Oh. So, Wizarite. Wizarite. Das freut mich. Hi. Ja, das mit den Passwörtern kenne ich, deswegen habe ich mittlerweile einen Passwortmanager, einfach um sicher zu gehen. Und mit dem Passwortmanager kann man relativ überhaupt nicht seine Passwörter vergessen. Außer du vergisst es für den Tresor, dann wird's problematisch. Oh, holy. Alter Schwede. Hast du mal bei dem Kataklysm Light Level Bio und 8, The Harbinger? Das sieht echt fertig aus, das Viech. Space Breeding. Dash, okay. Space Station, okay. Tier 2. Bubble Disturber, okay. Is it Mercury Efficient?
Cure. Ja, kann ich auf jeden Fall echt empfehlen und sicher ist sicher, besonders wenn man darüber die Passwörter generieren lässt. Dash oder Cheese? Moon Cheese. Noch mehr Moon Cheese. Oh, Dash. Eisscharz, okay. Oh, es gibt Dashcoms. Nice. Die kann ich dann mal herstellen. Okay, das geht ja sogar noch, ne? Ja, das Viech aus dem Nether, das war ein bisschen hart gestört. Oder ist, trifft es eher. DB plus Dashblock. Okay, das geht ja sogar noch. Hier eigentlich Bossmonster? Launchpad, okay. Ich glaube nicht. Was ist das Menü? One finds a new life and say you make you prepared. Ostrum, okay. Venus. Jetsuit, okay. Visit Galatius. Also das geht dann hier lang, hier hoch und dann der letzte Punkt, okay. Ist set. Hallo? Ein Launchpad.
Was bist du? Okay. Die sehen bescheuert aus. Oh. Cheese Sand. So, dann können wir wieder zurückreisen. Eine Fabrik? Okay. Wie geil ist das denn? Jetzt eine Dash-B. Ah, okay. Aber steht in der, meistens hast du ja
Ach, wie heißt das noch? Irgendwie ein Buch oder sowas dazu. Aber... ja, der sieht gut aus. Meat Shredder. Sorry. Okay, das ist geil. Das ist wirklich geil. Okay. Ja, hatte ich jetzt auch gedacht, nach der Anordnung, wie das aussah, halt. Space Station. Ach, verdammt. Treat. Obwohl, brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Nee. So, als nächstes gibt es Raw Ostrom, Cattleroid Ostrom. Ah, Ostrom und Dash Bees.
also brauche ich eigentlich 30. Okay. Ups. Obwohl, ich brauche eigentlich nur 12. Ja. Oh, Netherite Spacesuit. Und dann kann ich die noch mit Dash, nee, mit Kelroid upgraden. Und dann noch Eternal. Super. Also. Ah, ich brauche Ostrum. Okay. Ups. Read. Ancient Civilization. Ich habe deine Achievement gesehen. Wie lange hast du gesucht oder hielt sich das noch in Grenzen? Auf jeden. Ich ziehe aber eben meinen Anzug aus. Wie mache ich nochmal den Teleporter? War das RTP? Tronic? TPA.
Das muss ich mir doch mal angucken, wie du den platt machst. Gott, Hilfe. Hi. Ja, du hast kein Mikro angeschlossen. Einmal alles kaputt, sagst du? Okay, ich glaube, wir müssen weiter hier hin. Hin? ETF. Oh, Skeleton Spawn Eggs, okay. Das hier sah irgendwie nach Eingang aus. Oh. Ich habe den Eingang gefunden. Oder bist du schon drinne? Oh, The Watcher. Okay, das hier ist ein cooles Design. Oh, der sieht ja mal mega nice aus. Was? Die schießen mit Lasern. Okay. Ups. Aber das Gute ist, dass in der Zeit meine... Ach, wie heißt es gleich noch? Es kommt gleich. Ach, dass in der Zeit die Bienen wachsen. Das ist mega. So. Ja, hey, das ist hier ein komplett einseitiges Gespräch aktuell. Nee, alles gut.
Auch wenn es nicht funktioniert. Ja, okay, du musst dann die ganze Zeit immer schreiben, wenn du irgendwas mitteilen möchtest, ne? Und das kann wirklich schon nervig sein dann für dich. Stone Pillars, die sehen auch gut aus. Aber die Idee hier finde ich mega gut. Wieso sammle ich die ganze Zeit Deep Slate auf? Okay. Kann es vielleicht sein, weil er dein Mikrofon nicht mehr laden kann, weil du das in den Settings hinterlegt hast? Vielleicht, haha, wie war das nochmal? Wenn du hier unter Config und dann die den Voice Chat. Direkt unter. Voice Chat. Dann die Client Properties vielleicht einfach mal löscht. Ja. Vielleicht ist es wirklich das, guck mal, hier ist der Speaker bei mir eingetragen und das Mikrofon. Vielleicht hat er damit Probleme, weil er das nicht mehr findet. Also unter Config Voice Chat einfach die hier mal löschen. Oder einfach den gesamten Ordner löschen, das Spiel neu laden. Ah, okay. Vielleicht trotzdem. Einmal löschen. Vielleicht bringt das ja was. Also Schaden tut's ja nicht. Außer du feuerst gleich mit 300 Dezibel hier rein, dann kann ich mich von meinem Trommelfell verabschieden. Oh ja. Wie sieht eigentlich mein Paketstatus aus? Wo wir gerade von Sound sprechen, ich habe eine Soundkarte gekauft. Wow, die Sendung wird zugestellt. Das Einzige, was sich hier aktualisiert, ist mein Wetterbericht. Ich drück die Daumen. Dann hole ich mal eben fix was zu trinken. Bis gleich. Kleinen Moment eben. Södalö.
die architektonischen Meisterwerke der Neuzeit. Betrachten Sie auch hier die formidable Positionierung des Stuckes mit der Anordnung dieser handgemeißelten Stuckenden an den Säulen. Ja. Oh ja, ich finde ja die also das hier sieht echt. Ich werd beschossen. Ich finde ja, das sieht echt nice aus. Frog. Kann man die auch so irgendwie herstellen außerhalb von Mob Drops? Oh. Man könnte einfach Magma Cubes töten für die. Oh. Oh la la. Es scheint zu funktionieren. Ja, so dachte ich das auch, aber laut Mob Drop sollte das so funktionieren. Außer natürlich, die nehmen an, dass du das so hinkriegst. Oh mein Gott. Der Laser hat mich ein wenig erschrocken. Oh ja, ich höre dich. Oh. Bist zwar ein wenig leise, aber... Jetzt. Ja. Ah, warte mal. Nö. Alles normal eingestellt. Zumindest bei mir. So. Könntest mich höchstens lauter spielen. Du bist jetzt auf 300%. Jetzt. Ah. Ja. Ja, so. Man kann sich unterhalten. Ja. So, andere mal ein bisschen leiser stellen. Und sag ich doppelt. Moment. Ja. Ohne Passwort ist das. Jo, wo ist er denn? Da ist er. Ich habe eine Gruppe aufgemacht. Mein
Ja. Ah, super, weil dann ist das ohne Ambient Sound. Achso. Genau, weil dann kann man reden und das verschwindet nicht alles. Jo. Ja, ist ja richtig. Aber schon schön gemacht. Oh Gott. Oh. Der schießt mit Raketen? Oh, cool. Ja. Hast du was eingesammelt? Redstone und Eisen. Oder war das der Endgegner? Nein, das war doch nicht der Endgegner. Keine Ahnung. Huch! Oh, Kacke. Ich bin in einem Dungeon. Ich bin in einem Dungeon. Ich hatte, oh Gott. Ich hatte da einmal in die Bett gebunden. Ja, ich will eben. Moment. Oh. Was war das für ein Pyjama? Ja. Kommst du direkt zu mir? Ich wollte nur eben meine Sleep-Position setzen. Ah. Aber gegen was habe ich denn da verloren? Guck mal hier rein, in die Säulen. Und dann drückt man Schalter. Oh, was ist denn dit? Ja, gute Frage. Wow. Jedenfalls sind da auch Froschlichter drin. Mhm. Ja, hier ist alles voll mit Froschlichtern. Geil. Oh. Keine großen Kisten hier, großartig, ne? Nee. Vielleicht gibt's hier ja noch irgendwie einen Schatzraum oder sowas. Ich glaube, das ist der Boss hier. Jo.
Aber der ist nicht wach. Vielleicht muss man ja mit Minecart hier einmal durch die Gegend fahren. Was war das? Hier, die Lichter gingen an. Oh. Was hast du gemacht? Ich habe die Minecarts oben reinfahren lassen. Okay. Muss man hier vielleicht alle Schalter umlegen? Ah, ich habe was gefunden. Ich glaube, wir müssen mal eben die Minecarts hier hinten entfernen. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Moment. Warte. Hier einmal mitkommen. Vielleicht muss man hier den Knopf drücken und die Minecarts fahren los und positionieren sich dann. Aber warte, das hier müssen wir noch entfernen. So. Weil die gleichzeitig los sind, ne? Ja, und die, das sind Hopper-Cards. Vielleicht füllen die dann den da hinten jetzt auf oder so. Ah.
Das hat nicht geklappt. Das erstmal herauszufinden. Also manchmal ist auch hier ist nicht leicht. Nee, und ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Warte mal. Hier in der Mitte ist ein riesengroßer roter Knopf. Meinst du, den müssen wir drücken? Aber davon mal abgesehen, wie sieht denn das aus allgemein? Wie sieht denn das aus vom Weiten? Wie ein Auge. Hätten wir vielleicht zwei Augen in die Waage müssen? Nicht wie ein Auge. Zahnrad. Wie ein Auge auch, aber das sieht aus wie ein. Ja, so eine Art. Ein Stern. Ah. Meinst du, Nether Stars reinwerfen? Wow. Du aktivierst mit dem Netherstern. Okay. Ja, aber die Musik ist geil. Ja. Wow. Glückwunsch. Oh. Oh mein Gott. Ich hab, was ich wollte. Okay, der hatte auch noch eine Music Disc. Okay. Die hatte ich hier irgendwo gerade hingeschmissen. Hast du die auch eingesammelt? Ja. Super. Ja, cool. Gott, das ist schon nicht, die Musik ist schon geil. Ja. Ach so, das bist du. Oh Gott. Ja, dann weißt du, machst du hier mit Security Croft Bewegungserkennung und dann jedes Mal, wenn jemand deine Base betritt, läuft die Musik. Ja. So, und jetzt Froglights oder was? Jo. Okay. Oh Gott.
war denn das hier? Ah, das ist ein EMP. Okay. Was? Ein EMP. Ah. Jetzt ist die große Frage, geht es schneller, wenn wir hier einmal eben einen Bilder durchjagen, der alle Blöcke abbaut, oder wenn wir händisch das Ganze machen? Ach, wegen da oben auch, ne? Ja, ja. Ja, du kannst mit dem Bilder machen. Okay, dann. Kannst du von außen ran hier mit dem Bilder. Oh. Da ist nur die Frage, ob der das zulässt, dass man da drin abbaut. Jetzt, nachdem er weg ist eigentlich, warum nicht? Ja, mal gucken. Da ging ja eigentlich was vorher. Muss er gucken. Irgendwo baut er ab. Oh. Oha. Ah, ich bin zu niedrig.
Bin gleich wieder da. Jo. So. Kriegen wir hier ein paar Froglights und mal kicken, wann er hier dann anfängt abzubauen, weil ich war leider zu niedrig. Nach wie vor zu niedrig? Nee. Okay, das passt. Okay. Gleich müsste der dann hier hin fangen. Okay, dann gucken wir doch mal in die hintere Ecke rein. Ob das dann auch so funktioniert, wie wir uns gedacht haben. Oh ja. Funktioniert doch super. Nur warum lässt er das hier stehen?
Das ist genau die Uhrzeit, wo die ganzen Sachen reinkommen. Das erklärt das. Okay. So. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn? Der müsste jetzt hier eigentlich jetzt anfangen. Oh ja, hier hat er schon losgelegt. Okay, das andere sind also irgendwelche anderen Blöcke. Ja, diese Dungeon-Katalyst-Blöcke. Ja. Von der Mod. Genau. Die kann er irgendwie nicht verarbeiten. Aber ich denke mal, die sind genauso unzerstörbar wie die Deep Slate-Sachen. Hm. Ordentlich Froschklicher hier drin, ne? Ja. Oh, das war der Eingangsbereich. Warte, aber ich habe hier schon mal was für dich. Ui. Ui, ui, ui. Hast du dir schon eine Infinity Disk gemacht? Nee, das nicht, aber der Storage von mir ist voll. Warte mal. Was soll denn dit? Muss ich hier noch ein Speed Upgrades reinhauen? Alles klar. Ja. Also jetzt ist gerade Abbauzeit der Bienen und die verstopfen das System. Ja, wir haben ja bei bei Kelvin haben wir eine Infinity-Disk schon. Okay. Das war das mit denen, ihr braucht so und so viel. Ah. Okay. Never Quartz. Ja. Naja, das Dungeon, das haben wir erstmal hinter uns. Den Hammerhahn war vom Nevered-Monster. Und den Ender-Golem habe ich auch. Okay, das heißt, Master of Undead habt ihr dann bald fertig, oder was? Was? Dieses Master of Undead, also ja. Die Quest. Welche habt ihr schon alle abgeschlossen? Warte mal.
Also abgeschlossen haben wir bis jetzt Master of Creation. Also die Creative Essence. Ja, okay, die ist ja relativ easy, ne? Ja. Also Master of Undeath ist jetzt als nächstes. Dann kommt Master of Universe. Oh Gott. Und bei Master of Dragons bin ich noch dran gerade. Vielleicht hilft das ja. Ja. Ja, da brauchst du echt ewig, bis du das dann zusammen hast. Ja, sicherlich, das ist viel. So. Aber so ist das halt manchmal, ne? Yep. Man soll ja nicht alles auf mal gleich haben. Wäre aber nett. Ja, definitiv. Na, wo hängt er? Der hängt hier am Storage fest. Da werden zu viele Items in die Dim-Chest geladen und dann kommt er nicht mehr hinterher. Hm. Oh. Ja, sieht so leer aus. Ja, und das hier sind diese EMPs. Ja. Ich glaube, ich habe es genau die falsche Höhe gebaut. Okay. Also nur bis hier. Ja. Das, oh. Dann hast du den letzten Lichter hier oben nicht mit drin. Ja.
was machst du hier? Langeweile vertreiben. Okay. Jo, alles weg. Und unten liegen noch welche. Moin, ne, fällt nicht. Das wie viele denn noch? Wolltest du nicht auch welche? Ich brauch erstmal eigentlich keine. So, ich lasse den jetzt hier nochmal komplett ausbuddeln. Okay. Na, dann mal los. Ja, dauert ein bisschen. Lustig aus hier dann jetzt. Ja, auf jeden Fall.
auf Loot-Tour wieder. Ja, und hier drunter ist überall alles voll mit, wie heißt es gleich noch, mit Truhen, aber die kann man halt nicht öffnen. Infused. Oh. Kann man das nicht gleich canceln hier, die man nicht sprechen kann, die Steine? Ja, das habe ich gerade rausgenommen. Also. Sonst wartet der genau an der Position. Das sind es jede einzelne Truhe. Soll ich das sagen? Weil das ist ja genauso wie mit dem Edemodium. Ja. Ja, also hier so ein Bassraum war hier. Ah. Alles voll mit Wasser. Über meinem Blutaltar habe ich ja jetzt eine kleine Farm gebaut. Okay. Hab zwar eine Weile Villager geklatscht, aber naja. Habe ich jetzt 3 Spawner drin mit Villagern. Nice. Die muss ich mir mal angucken. Das wollte ich eigentlich auch noch machen, aber dann habe ich die Upgrades gefunden und jetzt ist halt das Reinpumpen von Blut sehr effektiv. Hey, das muss ich mal noch angucken, welche Upgrades das sind. Wow. Wie heißen sie denn noch? Das sind diese Escalation Upgrades. Davon habe ich 20 Stück eingebaut und dann wird alles pro Tick abgebaut und nicht mehr alle 20 Ticks nur. Das ist schon mal zu wissen. Also das zählt auch für die ganzen Slates und so weiter, wenn man die anlegt. Ja. Warte mal, ich bin ja der Blutaltar bloß durchgegangen. Mal gucken. Gute Frage jetzt. Ich weiß nicht, wo ihr hin wollt. Kinder wegkriegen.
Was macht die denn? Was macht denn die? Okay. Boom Error Spike. Die Nuklear kann man nicht machen. Tetonic. Disruptive. Flint. Hat er jetzt alles? Jein. Es fehlt noch ein bisschen. Aber jetzt gleich sollte er alles haben. Außer irgendwie die paar Reste hier hinten. Da habe ich aber schon was vorbereitet. Ich habe mal geguckt, was für verschiedene Sorten es TNT gibt. Ah. Okay. Ich habe mehr erwartet. Ja. Wow, das war eine Redstone TNT und das ist eine Inferno TNT. Oh. Okay, das ist cool. Okay. Und hier habe ich eine Slime TNT. Wow. Die werden einfach nur weg. Okay. Das hier ist wahrscheinlich teleportieren. Oh cool. Wow.
ist. Manche kannst du gar nicht herstellen. Ja, die. Ich wollte auch die Nuklear herstellen. Die kannst du anscheinend wirklich nicht selbst herstellen. Aber eigentlich müsste man mal in, wie heißt es gleich noch, eine Infinity Nuke herstellen. Mm. Das ist ja. Die Radiant-Explosiv hattest du, ne? Ja, ich glaube. Oh ne, die hatte ich noch nicht. Ah, die musst du anzünden. Hast du Flint and Steel? Nee, hab nix. Ist doch eine richtig schöne Flashbang, oder? Oh, schön. Leuchtet. Es wird hell. Ah. Ja, damit sind wir hier eigentlich durch. Eine hätte ich eventuell noch. Mal gucken, ob die noch was gibt. Vielleicht hattest du die auch schon. Das ist eine. Ne, die wollte ich herstellen. Ich hatte nur zu wenig Materialien dafür. Dann mach mal. Oh. Cool. Keine. Ja. Materialien weg, aber. Hat er alle abgebaut, ja. Jo. Aber das war noch meine einzigen Waffen. Ne, bei dem anderen habe ich nichts. Da ist ja noch diese donnernde Inferno-Dings. Ja, da hatte ich aber auch nichts. Moment. Und ganz zum Schluss einen Reaktor explodieren lassen, oder? Ja, aber da. Leider ist der Knall nicht dem Reaktor entsprechend, was ich ein bisschen schade finde. Der hört irgendwann einfach auf. Na gut, dann sind wir hier durch. Jo. Ich baue noch eben meine Sachen ab und dann werde ich, denke ich, mir auch Feierabend machen. Alles klar. Dann dir noch einen schönen Abend. Auch so. Danke, bis denn. Bis denn. So. So.
Ja. Können wir doch eben noch zu guter Schluss mal eben gucken. Was die Dashbys sagen. Abschließen. Dann kann man die ja. Denn als Nahrung? Okay, der will Dashblocks haben, aber dann klopft es hier mal eben ein. Rockets. Oh Gott. Gut. Ah. Ja. Eigentlich, dass der hier schon mal die Dings macht. Geht doch. Damit sollen wir ausreichend Dash bekommen.
So. Ich finde, das ist außerordentlich gut, dass wir jetzt wieder Richtung Weltraum starten werden. 2, 1, Entzündung. Ja, und damit fliegen wir jetzt wahrscheinlich Richtung Mars, holen uns da die nächste Aufstufung für die Raketen. Und dann geht's zu den nächsten 2 Planeten und dann haben wir auch Ad Astra beendet. Ich finde das nach wie vor eine absolut geniale Mod. Und die Space Station müssen wir uns auf jeden Fall bauen. Ja. Weltraumputze mit... gigantischer Fliegenklatsche. Okay. Ich wollte gerade sagen. Willkommen auf dem Mars. Wir fallen, aber sind jetzt auf dem Besuch zum Mars. Der rote Planet in unserem Sonnensystem. Das ist absolut genial, was mittlerweile alles möglich ist bei Minecraft. Ja, da kannst du hier einfach mal in den Weltraum fliegen und ja. So. Also. Willkommen auf Mars. Ja, nice. Ja, und hier müssen wir dann wieder das nächste Material suchen, finden und verarbeiten für unsere nächste Stufe der Rakete. Und ich glaube, das sind dann das hier. Oder das hier? Nee. Okay, hätte ich jetzt gedacht, dass es irgendwie... Was zur Hölle bist du? Okay. Ja. Aber ich werde jetzt Feier machen. Und ich wünsche euch noch was. Aber ich bin Fix und Foxy. Genau, und ich werde dann morgen wieder streamen. Morgen ist Mittwoch. Ja, morgen ist Mittwoch. Genau, morgen dann wieder streamen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und alles, was dazu gehört. Also, macht es gut. Und dann bis morgen. Schönen Abend euch und auf Wiedersehen. Danke fürs Dabeisein. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.